Was geht ab, ihr geilen Dubschis? Herzlich willkommen in Battlefield 1. Wie ich bin hier unterwegs. Alles klar, Mann? Ja, alles klar. Wir sind die britischen Fuckhuren. Spaß. Ja, das ist meine zweite Runde, anderthalbste Runde. Ich habe gerade, bin ich ein Spiel beigetreten, bin ich gejoint. Oh, erster Kill, jawohl, so sieht's aus. Und, ja, da habe ich dann halt 10 Minuten gegen die Runde dann noch, Team Deathmatch Runde, da habe ich dann noch, mitgespielt. Am Ende stelle ich dann 9-4, das ist eigentlich ganz in Ordnung für die erste Runde und dass es Battlefield ist. So, Kill, Hilfe, Granate, oh shit, Alter, oh, okay, alles klar. Ja, nein, mein Kamerad wurde abgestochen. Shit, fuck. Oh, da fliegen sogar schon Zeppelins. Und da ist ein Flugzeug, nice. Ich weiß gerade gar nicht, also das ist normales Team Deathmatch, aber ich weiß nicht, ob das normal ist in Team Deathmatch oder ob das irgendein anderer spezieller Modus hier jetzt noch ist, aber es gibt keine Fahrzeuge. Soweit ich weiß, ist einfach hier, normale Weapons, wo ich mit Abstand echt am besten bin, denn wenn sobald Fahrzeuge reinkommen. Ja. Ich bin halt mehr so der Close Quarter Battles Typ, also wenn es schön nah ist und ich alle wegficken kann, dann ist in Ordnung. Da bin ich dann halt am besten drin, aber auch mit Fahrzeugen zu spielen macht natürlich auch mal Spaß. Bam, Alter, zieht euch rein. Zieht euch rein, Alter. Wunderschön. So macht man das. Oh. Zeigt er sich nochmal? Zeigt er sich nochmal? Oh, 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 shit, oh, shit. Okay, gut. Ja, also meine erste Runde hier. Ich spiele noch mit allem, was ich gerade so hab. Hab noch nichts Spezielles nachgeguckt oder so, weil es ja eigentlich immer so ist, dass man am Anfang ziemlich nur die Waffen hat, die man halt schon standardmäßig ausgerüstet hat. Bam, jawohl, den habe ich gekriegt. So sieht's aus. Ich weiß noch, als ich mal so einen Bug hatte in der Beta, die hatte ich ja gespielt gehabt, ein bisschen, weil leider nicht mehr, weil ich halt viele Probleme hatte mit den Servern. Okay. Trupp ausgelöscht, Alter. Alle gefickt. Bist du Sanitäter? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Ja, also ich muss noch ein bisschen reinkommen hier. Ich weiß noch nicht wirklich, wie alles funktioniert, aber hier, das Schild. Ja, das kann natürlich dann schön lustig werden. Oh, Wachsoldat, ich will's haben. Wie sie alle hinrennen. Wie sie da alle hinrennen, Alter. Ja, aber ich glaube, ein Gegner hat es, ne? Oh ja, ein Gegner hat es. Ein Gegner hat es. Oh shit. Tür zu. Tür zu. Jawohl. So. Oh, ho. Huh. Erschreck mich nicht so, Junge. Ich muss auch sagen, dass ich mir Battlefield geholt habe. Stand noch ziemlich hart in den Sternen. Normalerweise hätte ich es mir eigentlich nicht geholt. Es hatte mich halt in der Beta nicht so angeturnt und eigentlich bin ich auch nicht so der Erste Weltkrieg-Typ, sondern mehr so Modern Warfare, also moderne Kriegsführung, eine schöne M4, ACR, AK, was man halt alles so hat. Aber ja, da hatte ich so 2-3 Videos geguckt bei bestimmten YouTubern, die ich immer so gucke. Und da dachte ich mir einfach nur so, Junge, das schockt ziemlich doll. Und ein Kumpel von mir, da wollte sich das auch holen. Und dann, ja, hat sich das dann so ergeben, dass ich mir das gestern noch geholt habe. Vorgestern habe ich erst drüber nachgedacht und schon ist es da. So schnell kann es gehen. Und bis jetzt macht das ordentlich Spaß, muss ich sagen. So, ja, ich weiß, da war noch einer, aber ich will erstmal in Deckung. Okay, die Treppe hier hat's erwischt. Ja, 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 nein! Oh, schade, aber ich habe ihn gekriegt. Oh, shit, Alter. Ich habe nur noch Pistole!
Ich hab nur noch 17 Schuss. Oh shit, Gasmaske. Nein, oh fuck. Okay, aber ich bin nicht durch Gas gestorben. Wie stehe ich? L4, Alter. Da ist meine zweite Runde. Was ist hier los? Ich bin ein Tier. Ich bin eine Ameise, Alter. Jawohl. Macht ordentlich Laune hier. So ein Häuserkampf hier, das finde ich hammergeil. Das ist halt das, was ich am besten kann. Mal gucken, wie ich mich schlage, wenn es auch Fahrzeuge gibt. Panzer und alles. Ich muss auch gucken, wie ich das... Ich bin momentan am Überlegen wegen Upload-Plan. Und dann muss ich gucken, ich hatte mir das halt schon alles so halbwegs zurechtgelegt, wann ich was spiele, wann ich was hochlade und alles. Oh, fuck. Und jetzt kam noch Battlefield dazu, was ich überhaupt nicht auf der Liste hatte. Da muss ich dann nochmal gucken wegen den Aufnahmeplan, was ich da mache. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich den schon veröffentlichen soll, so wie er jetzt ist, weil es wird sich ja sowieso viel ändern. Es kommt Infinite Warfare, es kommt Modern Warfare dann ja auch. Das ist ja safe bei mir. Alter, steht er da im Feuer, der Wichser. Und ja, Titanfall 2 kommt ja auch noch. Da werde ich dann, glaube ich, erstmal bis zum 4.11. warten. Da ist dann ja Titanfall 2 draußen und Modern Warfare, beziehungsweise Infinite Warfare auch. Und dann werde ich mir da nochmal Gedanken machen wegen den Upload-Plan und den dann raushauen. So, Wachsoldat-Kit geordnet. Nein! Er hat meinen Teamkameraden getötet. Weiß gar nicht, warum ich jetzt so rumgeschrien habe. Eigentlich ist mir das immer scheißegal. Nein, fuck. Von der Story habe ich auch schon ein bisschen was gespielt, gestern Nacht noch, als es runtergeladen hat. Es gab ja, gibt ja jetzt Gott sei Dank die Funktion, dass immer ein Teil von dem Spiel installiert wird und wenn der Teil halt fertig ist, dann kannst du das schon spielen. Das finde ich hammer nice. Deswegen konnte ich gestern schon den Prolog spielen, gestern Nacht. Und den ersten Teil von der nächsten Story. Und vorhin hatte ich dann noch ein bisschen weiter gespielt. Scheiße, den habe ich nicht rechtzeitig gekriegt. Das ist ärgerlich. Und das macht ordentlich Laune. Ich bin jetzt an so einer Sniper-Mission, wo ich mich so ein bisschen durchsneaken muss. Beziehungsweise kann. Ich kann natürlich auch voll in die Vollen gehen, aber da sind halt hammer viele Gegner. Deswegen empfiehlt sich das Sneaken. Und ja, gerade gab es irgendwie harte Probleme. Ich wollte, irgendwie gab es Probleme mit dem PlayStation Network, bin ich rausgeflogen und wollte ich mich wieder anmelden. Dann ging es nicht, dann hatte ich einmal die PlayStation neu gestartet und dann war ich auf einmal ganz draußen. Da ging dann gar nichts mehr. Aber jetzt, Gott sei Dank, wieder alles in Ordnung. Jawohl. Ich hole hier voll viele Kills, Alter. Was ist hier los? Vor allem, ich weiß nicht mal, was ich tue. Das ist das Witzige daran. Alter, macht das gerade Hammerlaune. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Ich renne hier durch die Gegend, laber die ganze Zeit irgendein Bullshit und mache einfach so im Hintergrund meine Kills. Was ist hier los? Ich komme gerade nicht drauf klar, Alter. Das ist nicht normal, was ich hier gerade abliefer. Aber richtig gut, kann ich euch direkt in der ersten Folge hier ordentliche Skills präsentieren. Aber leider verlieren wir trotzdem, sehe ich gerade. Nein! Hinlegen, schießen, ballern! Nein! Oh, das war richtig schlecht geschossen. Das war nicht gut geschossen. Das geht besser. Das geht mehr als besser. So. Mann, die Gegner brauchen nur noch 5 Kills. Was ist da los? 3. Werf mal einfach eine Granate dahin. War zwar ziemlich useless, aber scheiß drauf. Ich hab's halt. Oh, nein! Niederlage! Ernsthaft! Aber das Bild ist auch krank. So von oben dann nochmal auf das Schlachtfeld drauf. 88 zu 100. Wie viele Punkte habe ich? 2844. Der Spielbonus ist, wenn man gewonnen hat, dann kriegt man noch mehr dazu. Dann werden die Gesamtpunkte nochmal multipliziert. 9 Minuten 24 ging das jetzt. Ja, das ging doch eigentlich. Von der Zeit her.
Da! Ich bin rechts dabei, Junge! Battle Pack Abwurf. Ja, ich habe ein Battle Pack gekriegt. Alles klar, das wird gleich erstmal geöffnet. Aber wir gucken uns hier erstmal alles an. Da, erster Außenteam. 19 zu 9. Besser als der erste Außengegner-Team. Und trotzdem schafft das Team nichts, Alter. Das regt mich schon wieder auf. Ach, nee, 19 Kills, Top-Leistung. Nein, mir hätte einer gefehlt. Ich hab so eine Medaille, dass ich, hier, ich brauch, wisst ihr Bescheid, ne? Hier, so eine Medaille, ich brauch 20 Kills in einer Runde. Einer hat mir gefehlt, Alter. Einer. Ernsthaft? Okay, gut, wir öffnen mal, hey! Ich wollte gerade mein Battle Pack öffnen. Moment, ich gehe mal raus. Wir haben ja jetzt ein Packs auf. Mal gucken, was wir da so kriegen. Ich weiß gar nicht, was da so drin ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Battlefield 1. Denn das bis auf die Beta ist das eigentlich ziemlich an mir vorbeigerasselt, weil mich das erst überhaupt nicht interessiert hat. Und dann auf einmal so vorgestern, bam, Junge, da wäre doch eigentlich mal was. Das könnte man holen. Schockt ja eigentlich schon und gestern, boom, war's da. So sah's aus. Die Musik ist geil. So, öffnen. Was können wir denn da so kriegen? Die Kaiserschlacht, der Herzog von Aosta. Was sind das denn für Sachen? Sind das verschiedene, Waffentypen davon? Also so ähnlich wie bei, keine Ahnung, Infinite Warfare jetzt oder bei Advanced Warfare wurde das ja zum ersten Mal gezeigt, dass man so verschiedene Versionen von den Waffen hat, dass sie halt irgendwas Spezielles können, bessere Genauigkeit oder so. Oh, das sieht fett aus. Alter, die sieht voll nice aus. Okay, man kann verschrotten oder zum Inventar hinzufügen. Alter, die sieht voll nice aus. Ich hoffe, die spielt sich auch gut. Was ist das für eine? Sieht aus wie ein halbautomatisches Sturmgewehr, irgendwie sowas. Ey, die sah ja mal hammer nice aus. Okay, was kriegen wir hier? Alles klar, nochmal. Du besitzt dieses Objekt bereits. Ja, ich füge mal einfach zum Inventar hinzu. Ich weiß nicht, ob man damit später noch was machen kann. Ja. Ich werde mir das mal angucken, was man damit jetzt machen kann und alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich auch wieder. Entweder hier weiter im Battlefield 1 oder in vielen anderen Projekten, die ja momentan laufen. Und irgendwann dann auch mit einem geordneten Upload-Plan. Tschüss!